Krankheit als Chance, heute beim Hosenkauf. Das ist ein K-Gedicht von Robert Gernhardt, überschrieben, dem Thorsten Moos seinen Vortrag letzte Woche gewidmet hat. In diesem Gedicht deutet dieser Robert Gernhardt an, was die krankheitsinduzierte Gewichtsabnahme bei ihm tut. Diäterfolg. Früher haben ihm, so Moos, dem sinnlichen Genüssen leidenschaftlich aufgeschlossen, keine Hosen gepasst. Doch das hat sich nun geändert, seit die Chemotherapie das Essen verleidet. Ergo macht sich Unlust breit, doch du merkst zur gleichen Zeit, dass dir, weil du Gier verlassen, bald schon alle Hosen passen. Und du hörst von allen Seiten, du siehst gut aus, Herrschaftszeiten. Also sei dem Krebs nicht bös, denke vielmehr generös, ich bin schlank, die Welt ist rund, nur wer krank ist, lebt gesund. Mit dieser schönen Umkehrung, Krankheit als Chance, wie sie beim letzten Mal diskutiert wurde, heiße ich Sie sehr herzlich willkommen zur 5. Veranstaltung in der diesjährigen Ruperto Carola Ringvorlesung, die in diesem Semester die Frage nach diesem Spannungsverhältnis eben zwischen Ende und Anfang, zwischen Katastrophe und Neubeginn, zwischen, wie wir in den ersten Veranstaltungen gehört haben, Lamentationes, Traum und Albtraum, zwischen Verzweiflung, Wut und Schrecken und der Schaffung einer neuen Welt stellen will. Einer postkatastrophalen Welt, wie sie Thorsten Moos in der letzten Woche so eindringlich beschrieben hat. Apokalyptische Figuren, selbst aus der Krise geboren sind, so Thorsten Moos beim letzten Mal, allgegenwärtig in der Deutung der Krisen der Gegenwart. Insbesondere die ökologische Krise wird mit Hilfe von apokalyptischen Figuren gedeutet. Das begrenzte Zeitfenster zu handeln, der letzte Aufschub, bevor dann nichts mehr getan werden kann. Morgen wird der Kipppunkt überschritten. Wir müssen heute handeln. Wir sind die letzte Generation. Die Krise selbst enthält eine Chance, doch diese Chance ist endlich. Soweit Moos. Diese Ruperta Carola Geringvorlesung nutzen wir deswegen auch als Forum, um Wissenschaftler, um Akteure, um Künstlerinnen, Künstler miteinander und mit einem breiten Publikum, alt und jung, in einen Dialog zu bringen. Wir wollen gemeinsam überlegen, ob und wie man all diese Katastrophen und Krisen als eine Chance, eine Möglichkeit, ja einen Katalysator für Neuanfänge und somit als einen Teil einer neuen, ja dringend nötigen, nicht Zerstörung, sondern eben Schöpfungsgeschichte begreifen kann. Thorsten Moos hat in der letzten Woche die These vertreten, dass die christlich-religiösen Traditionen einerseits in der Tat verschiedene Narrative für den Zusammenhang von Katastrophe und Neuanfang, Krise und Chance bereitstellen, die es sich als Teil des kulturellen Gedächtnisses zu differenzieren lohnt. Andererseits erlauben sie Unbehagen über zu schnell hergestellte Zusammenhänge von Krise und Chance. Er kommt dann zu dem gar nicht ironisch gemeinten Schluss, dass in dieser zweiten Funktion Religion durchaus eine tiefe Nähe zu dem Gerhardtschen Nonsens, mit dem ich eben angefangen habe. Religion habe eben nicht primär mit Sinnstiftung zu tun, sondern damit, sich zum Leben in der Übergangsatmosphäre zwischen Sinn und Sinnlosigkeit selbst noch einmal ins Verhältnis zu setzen. Und er schließt damit, dass jedes religiöse Symbol, jede Vorstellung und Erzählung eine offene Flanke hat und auf etwas anderes als auf sich selbst verweist. Erzählungen korrigieren sich. Schöpfung als gut geordnete Welt ist, ohne den Fall und den Engel, der an der Rückkehr ins Paradies hindert, nicht zu denken. Das Kreuz wird nie zum guten Leid werden, die Konversion nie zum biografisch sichergestellten Faktum und jede Apokalypse hält ihre Überraschungen bereit. Religion lebt am Rande des Sinns, da, wo dieser brüchig wird und als brüchig erkannt wird. Sie hat ihre eigene Rationalität, um das Unbehagen an der Verbindung von Katastrophe und Sinn zu reflektieren. Soweit Herr Moos letzte Woche. Heute nun wollen wir uns nach zwei Vorträgen zu chinesisch-künstlerischen Antworten auf die Frage von Antwort und Ende, zwei Veranstaltungen zu theologischen Aspekten des Problems, unter anderem von einem Theologen und theoretischen Physiker, nämlich dem Thorsten Moos, in den nun kommenden zwei Wochen mit naturwissenschaftlichen Narrativen, die sozusagen daneben stehen, von Anfang als Ende und Ende als Anfang beschäftigen. Und dafür haben wir den Astrophysiker Matthias Bartelmann eingeladen, der in seinem Vortrag Schöpfung im Auge der Physik darüber nachdenken wird, warum und wie uns einfache physikalische Überlegungen und eine Fülle von Beobachtungen in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten zu einem Weltmodell geführt haben, das man
präzise festlegen kann oder das festzulegen scheint und einen Anfang hat, den wir ganz genau datieren können. Er wird aber dann auch davon sprechen, dass diese Schöpfung im größtmöglichen Maßstab eine Welt auf kleinerer Skala enthält. Unser Sonnensystem nämlich, das ebenfalls einen genau feststellbaren Anfang hat, also eine Parallelerzählung wieder und ein vorhersehbares Ende nehmen wird. Wie diese Narrative zueinander stehen, so ähnlich wie in der Religion, relational, ironisierend oder am Rande des Sinns, das werden wir gleich von ihm selbst hören. Zuvor aber noch die Frage, wer denn eigentlich dieser Matthias Bartelmann ist. Das wissen Sie alle wahrscheinlich noch viel besser als ich, aber ich versuche mal das ein oder andere vielleicht zu erzählen, was Sie noch nicht wissen. Zunächst mal, das wissen Sie alle, studierte Matthias Bartelmann Physik an der LMU in München, an der er dann nach einer Promotion am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching 1992 dann in den folgenden 11 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Garchinger Max-Planck-Institut tätig ist, unterbrochen nur durch einen Postdoktorandenaufenthalt im noch vielleicht prestigiöseren Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Er wird dann 1998 an der LMU habilitiert, ist anschließend bis 2003 als wissenschaftlicher Projektleiter des deutschen Beitrags zum Planck-Satellitenprojekt der European Space Agency tätig und dann bekommt er, und darüber sind wir Heidelberger besonders glücklich, den Ruf auf eine Professur für theoretische Astrophysik an die Fakultät für Physik und Astronomie der Universität Heidelberg und an den wunderschönen Philosophenweg, wo alle neidisch sind, dass die Physiker ihr Institut haben. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten wird er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Otto-Hahn-Medaille, der Max-Planck-Gesellschaft, dem Ludwig-Biermann-Preis, der Deutschen Astronomischen Gemeinschaft und einem Heisenberg-Stipendium. Unzählige Publikationen, die ich nicht im Einzelnen hier betrachten werde. Matthias Bartelmann beschäftigt sich mit einer Vielzahl kosmologischer Fragestellungen. So viel sei aber gesagt, Matthias Bartelmann ist ein ganz besonderer Kollege in vieler Hinsicht. Auf seiner Webseite findet man neben ganz normalen Einträgen zu Office Hours, zu E-Mail, zu seinem Orchid Number, zu seinem CV eine in dieser Listung doch recht ausgefallene Kategorie, nämlich Success. Wenn man da draufklickt, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das schon gemacht haben, aber machen Sie mal, dann erfindet man noch erstaunlicher, Astrophysiker. Ein Gedicht des amerikanischen Philosophen und Sklavereigegners Ralph Waldo Emerson, das ich Ihnen nicht vorenthalten will, weil es ein bisschen auch das ausdrückt, was den Anfang im Ende ausmacht und für mich so richtig Matthias Bartelmann am allerbesten beschreibt. The sign of success. To laugh often and love much, to win the respect of intelligent people and the affection of children, to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, to appreciate beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition, to know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. Er macht das alles. Hören Sie ihm zu. Viel Spaß. Ja, liebe Frau Mittler, wie soll ich denn jetzt anfangen? Ganz herzlichen Dank für diese sehr schöne und sehr persönliche Einführung, die mich außerordentlich freut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe diesem Beitrag zu der Ringvorlesung dieses Semesters den Titel gegeben, Schöpfung im Auge der Physik, nicht in den Augen. Und mit diesem etwas zyklopenhaften Titel, der Polyphem hatte ja auch nur ein Auge, spiele ich an auf eine Bemerkung von Karl Friedrich von Weizsäcker, der gesagt hat, der Physiker braucht eigentlich nur ein Auge, weil es reicht ja, wenn er das Messinstrument ablesen kann. Also ich möchte deswegen gleich von vornherein sagen, es ist eben nur die Sichtweise der Physik, die ich heute Abend beschreiben möchte. Und die ist natürlich begrenzt auf den Anwendungsbereich der Physik. Ich würde ja gerne dem Robert
gern harten Stil weitermachen. Das kann ich nicht, also keine Sorge. Aber was ich Ihnen erzählen möchte, ist eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte. Fangen wir also an. Wenn wir die Begriffe Anfang und Ende, beziehungsweise Ende und Anfang, zeitlich verstehen, nicht räumlich, und wenn ich als Physiker dazu sprechen soll, dann muss ich zunächst über Zeit und Zeitordnung reden und zunächst abklären, was die Physik unter Zeit versteht und wie die Zeitordnung in die Physik kommt. Wir werden sehen, das hängt eng damit zusammen, von welchen Energiequellen wir leben und dass es überhaupt einen Energiestrom gibt, der auf uns einstrahlt. Wir werden sehen, dass wir dazu Zutaten brauchen und Zeitskalen festlegen müssen. Und am Ende kommen einige erstaunliche Dinge raus, mit denen ich Sie dann in ungefähr 3 Stunden wieder entlassen werde. Was ist Zeit in der Physik? Zeit ist eine Größe, die messbar wird durch die Abzählung periodischer Vorgänge. Sie alle machen Gebrauch davon. Sie alle haben Uhren. Diese Uhren zählen periodische Vorgänge ab. Sie lesen an ihren Uhren die Zeit ab und sind normalerweise damit zufrieden. Das hat natürlich nichts mit Kategorien zu tun, wie zum Beispiel der erlebten Zeit und anderen Dingen. Es ist eben die physikalische Grundauffassung davon, was Zeit ist. Die Abzählung periodischer Vorgänge. Und was Sie hier sehen, ist ein Zählgerät für periodische Vorgänge, Uhr genannt. Jetzt stößt die Physik sofort auf das wichtige Problem, dass die fundamentalen mikroskopischen physikalischen Gesetze, also diejenigen Gesetze, die die Bewegung von Teilchen beschreiben und die Wechselwirkungen von Teilchen und so weiter, dass diese fundamentalen mikroskopischen Gesetze keine Zeitrichtung auszeichnen. Das heißt, die könnten in der Zeit genauso gut rückwärts laufen. Wenn Sie ein physikalisches System isolieren, dann wird dieses physikalische System sich zu einem Gleichgewicht hin entwickeln. Und Sie sehen hier ein Beispiel abgebildet dafür, dass ein System, das zunächst außerhalb des Gleichgewichts ist, hier sind, ich nenne es mal Tee und Wasser, voneinander getrennt, im linken Glas, im rechten Glas hat sich Gleichgewicht eingestellt und im Gleichgewicht kommt Entwicklung zum Stillstand. Und diese Aussagen, erstens, mikroskopische fundamentale Gesetze sind unempfindlich, unabhängig von der Zeitrichtung. Zweitens, isolierte Systeme streben ins Gleichgewicht und kommen dann zum Stillstand. Diese beiden Aussagen werden uns noch heftig beschäftigen. Woher kommt dann die Richtung der Zeit? Schauen Sie mal. Es fällt Ihnen was auf, nehme ich an. Das ist vielleicht das gernhardeste Element meines Vortrags. Woher kommt die Zeitrichtung? Also, ich hätte eigentlich erwartet, dass Sie hier lachen. Ja? Vielleicht trauen Sie sich nicht. Sie sehen hier etwas, was nicht möglich ist. Ja? Das war übrigens Tee. Ja? Er strömt aus der Tasse zurück in die Kanne. Kein Energieerhaltungssatz spricht dagegen. Ja, natürlich wäre das mit dem Energieerhaltungssatz genauso verträglich, wie wenn Sie den Vorgang umkehren. Was kennzeichnet die Zeitrichtung hier? Was ist es, was Sie sofort als unmöglich erkennen? Es ist der Übergang von einem wahrscheinlichen in einen unwahrscheinlichen Zustand. Denn das, was wir als die Zeitrichtung identifizieren, ist der Übergang von unwahrscheinlichen in wahrscheinliche Zustände. Und Sie sehen eben an diesem Glas, das sich durch Füllung leert, dass die Zeitrichtung vorgegeben wird durch den unwahrscheinlichen Zustand T in der Kanne und den Übergang zu T außerhalb der Kanne, insbesondere T tiefer als die Kanne. Und was diese Zeitrichtung, diesen Übergang von unwahrscheinlichen zu wahrscheinlichen Zuständen in der Physik charakterisiert, ist der zweite Hauptsatz Thermodynamik, der Satz von der
Vermehrung der Entropie. Und dieser Satz gewinnt erst dann seine Bedeutung, wenn Sie ihn anwenden auf Systeme, die aus sehr vielen Bestandteilen bestehen, aus sehr vielen Teilchen. Gut. Wir alle schaffen es offenbar, irgendwie dagegen anzugehen, in einen Zustand des Gleichgewichts überzugehen und dann uns überhaupt nicht mehr weiterzuentwickeln. Wir alle leben davon, dass es einen Strom freier Energie gibt, der auf uns einströmt und der uns erlaubt, uns abseits des Gleichgewichts aufzuhalten. Abseits eines Gleichgewichts, das Stillstand und natürlich auch Ende des Lebens bedeuten würde. Und dieser Energiestrom kommt natürlich von der Sonne. Und damit beginnt natürlich sofort der unmittelbare Zusammenhang zwischen unserem Leben hier auf der Erde und der Existenz der Sonne, beziehungsweise den Bedingungen, unter denen die Sonne existiert. Es ist also dieser stromfreie Energie, der uns umgibt, der uns erlaubt, gegen die Tendenz ins Gleichgewicht zu tendieren, ins Gleichgewicht zu streben, unser Leben aufrechtzuerhalten. Aber woher gewinnt die Sonne ihre Energie? Ich zeige Ihnen hier das Sonnensystem, ich werde es Ihnen später nochmal zeigen, weil ich dann ein ganz anderes Anliegen damit verbinden werde. Aber Sie sehen hier eben die Sonne am prominentesten, nicht in der Mitte des Bildes, aber am prominentesten im Bild. Dann rechts davon die erdähnlichen Planeten, Merkur, Venus, Erde und Mars. Und dann links davon die äußeren, die Gasplaneten. Und die Erde steht eben genau an der richtigen Stelle und bekommt Energie von der Sonne. Aber woher bekommt die Sonne ihre Energie? Wenn Sie die Sonne näher anschauen, und das tue ich hier mit einem Ultraviolett-Teleskop, einfach um Sie zu überraschen, dann sieht die Sonne eben keineswegs ruhig und gleichmäßig aus, so wie sie das für unsere Augen tut, sondern sie sieht gewaltig aus. Man sieht, auf dieser Sonne spielt sich einiges ab. Und was sich hier abspielt, ist ein Widerschein der gewaltigen Ereignisse, die sich im Kern der Sonne ereignen. Schauen Sie mal rein. Also lassen Sie mal die Beschriftungen einfach Beschriftungen sein. Sie sehen im Zentrum dieser Sonne einen Kern, der ist umgeben von allerlei Zonen, bis dann so etwas Ähnliches erreicht wird wie die Oberfläche. Es ist keine Oberfläche, auf der Sie laufen können, auch als Fuck hier nicht. Aber das, was sich im Kern abspielt, das ist das Entscheidende. Was passiert da? Da kommt die Energie der Sonne her. Der Kern umfasst ungefähr vielleicht 10% der Masse der Sonne, etwas mehr. Und dort kommt die Energie der Sonne her. Was genau spielt sich da ab? Das hier. Sehen Sie, das Diagramm sollten Sie von oben nach unten lesen, das macht es leichter. Dann zerfällt dieses Diagramm in zwei Zweige, einen rechten, einen linken, die beiden sind identisch, also es reicht, wenn Sie sich auf einen fokussieren. Dort treffen zwei Protonen zusammen. Diese Protonen geben was ab, unter anderem Neutrino und so weiter, und vereinigen sich zu einem schwereren Atomkern, dem Deuteriumkern. Ein weiteres Proton kommt dazu, es entsteht Helium-3, zwei Helium-3-Kerne finden zusammen, ergeben Helium-4, zwei Protonen werden wieder frei und wir haben mitvollzogen, wie aus Wasserstoff Helium wird. Das ist nicht ganz der Prozess, der sich in der Sonne abspielt, aber es ist ein Schema des Prozesses, wie er sich in der Sonne abspielt. Und er zeigt, dass die Sonne als gigantischer Kernfusionsofen wirkt, in dem durch die Verschmelzung von Wasserstoff und die Erzeugung von Helium in diesem Prozess Energie freigesetzt wird. Es ist gewaltig Energie, es sind also gewaltige Mengen, die dabei frei werden, weil ein Teil der Masse der beteiligten Reaktanten hier in Energie umgesetzt wird. Davon leben wir. Im Zentrum der Sonne setzt dieser Prozess Energie frei. Die Energie diffundiert dann durch allerlei Zonen, Sie haben sie ja gesehen, an die Oberfläche der Sonne, wird dort freigesetzt, strömt zu uns und erlaubt unsere Existenz. Gut.
Das kann die Sonne eine Zeit lang tun und sie tut es schon eine Zeit lang. Aber dann ist dieser Vorrat an Wasserstoff, den die Sonne in ihrem Kern enthält, ich gehe nochmal zurück, sehen Sie, der Kern, der hier so hell eingetragen ist, der ist ja recht klein und der enthält den zunächst gesamten Energievorrat, den gesamten Brennstoffvorrat, der der Sonne zur Verfügung steht und damit uns. Wir wissen, und ich werde Ihnen später zeigen, warum, wir wissen, dass die Sonne diesen Prozess seit ungefähr 4 Milliarden Jahren betreibt. Und wir wissen, dass dieser Prozess endlich ist. Ich zeige Ihnen hier ein Diagramm, das entsteht, wenn Sie mit der horizontalen Achse Oberflächentemperatur oder Farbe und der vertikalen Achse Helligkeit einfach Sterne eintragen. Ja, wenn Sie einfach für jeden Stern, den Sie beobachten können, in diesem Diagramm ein Punktzeichen, dann sehen Sie, dass die beobachtbaren Sterne keineswegs dieses Diagramm gleichmäßig füllen, sondern dass Strukturen entstehen in diesem Diagramm. Und die prominenteste, vielleicht die prominenteste dieser Struktur ist die Diagonale, die von links oben nach rechts unten geht, die sogenannte Hauptreihe. Und dort halten sich mit Abstand die meisten Sterne auf und dort ist auch die Sonne zu finden. Die Hauptreihe bestimmt also einen bestimmten Zusammenhang zwischen der Farbe bzw. der Temperatur, der Oberflächentemperatur dieser Sterne und ihrer Helligkeit. Und Sie sehen, wenn Sie genau hinschauen, auch die Sonne in diesem Diagramm eingetragen. Ja, da bleibt sie aber nicht. Ja, während sie ihren Wasserstoffvorrat verbrennt, auf die Weise, die ich Ihnen beschrieben habe, bleibt die Sonne ungefähr dort stehen, also auf dieser Hauptreihe stehen, die Sie eingetragen sehen. Und dann wandert sie davon weg. Und sie wandert nach rechts oben, da wo Giants steht, also Riesen. Zu den Superriesen kommt sie nicht, aber in das Gebiet, in dem Riesensterne steht, kommt sie und wird sich zum roten Riesen verwandeln. Also das heißt, sie wird größer, sie wird dabei kühler, weil sie kühler wird, wird sie dabei roter. Und wie groß wird sie genau? Sie wird größer als die Bahn, die jetzt der Planet Mars beschreibt. Also das heißt, die Sonne wird sich, das ist jetzt kein Grund zur Panik, also ist noch Zeit, aber die Sonne wird sich auf etwas mehr als die 1,5-fache Erdentfernung von der Sonne ausdehnen, aufblasen und wird dabei die Erde verschlucken. Und damit haben wir sozusagen eines der Endereignisse schon erreicht, nämlich wir wissen ganz genau, dass wir einerseits von der Energie leben, die von der Sonne zu uns kommt, wir wissen andererseits auch, dass diese Energiequelle verlöschen wird und dass dieses Ereignis für uns dramatisch ausgehen wird, falls wir dann noch da sind. Also das heißt, die Sonne wird sich ausdehnen, bis sie die Erdbahn, die Marsbahn verschluckt. Und spätestens dann ist hier Schluss. Aber, also nicht in diesem Raum, aber ja, darauf gehe ich später auch nochmal ein. Das ist also die eine Botschaft, das ist die erste Geschichte, die ich Ihnen erzählen wollte. Die Physik zeigt uns die mikroskopischen Gesetze, unter denen Teilchen miteinander wechselwirken. Die sind unabhängig von der Zeitrichtung, aber eine Zeitrichtung entsteht, indem Unwahrscheinliche in wahrscheinliche Zustände übergehen. Und wir können diesem Übergang nur widerstehen, indem wir eingebettet sind in eine stromfreie Energie und wir wissen, dass dieser Strom zum Erliegen kommen wird, in ungefähr 4 Milliarden Jahren. Und damit ist die hiesige Schöpfung zu Ende. Gehen wir einen Schritt weiter. Hier sehen Sie nochmal dieses Bild des Sonnensystems. Ich habe Ihnen ja erzählt, Merkur, Venus, Erde, Mars sind die innersten Planeten. Die Sonne, das ist ja kein maßstäbliches Bild, ja? Die Sonne wird sich also ausdehnen über die Marsbahn hinaus und alles verschlucken, was innerhalb liegt. So, aber wie ist das jetzt eigentlich? Wir brauchen ja mehr als Energie. Und was ich Ihnen hier beispielgebend für sehr viele
komplizierte biologische Moleküle angegeben habe. Ist also ein sehr kompliziert gebautes, spiraliges, verwundenes, aufgewickeltes Eiweißmolekül. Und ich zeige Ihnen das, weil wir und natürlich sehr viele andere Organismen auf der Welt auch darauf angewiesen sind, dass es genügend komplizierte Moleküle geben kann, die Träger bestimmter biologischer Vorgänge werden können, die also bestimmte biologische Funktionen übernehmen können. Das ist ein Enzym hier. Das Enzym wirkt als Katalysator für biologische Prozesse. Aber es dient mir eben und in diesem Vortrag nur als Beispiel dafür, dass wir von der Existenz komplizierter Moleküle abhängen. Und diese komplizierten Moleküle sind möglich oder können aufgebaut werden, weil es Kohlenstoff gibt. Und dieser Kohlenstoff ist das leichteste, sogenannte tetravalente, vierbindige Element, also das leichteste Element überhaupt, leichteste chemische Element, das vier Bindungen eingehen kann und damit lange Molekülketten bilden kann. Sie könnten auch das nächstleichtere vierbindige Element nehmen, das ist Silizium, da machen Sie Computer draus, und Sie sehen am Vergleich der beiden, dass biologisches Leben was ganz anderes ist. Wir brauchen also Kohlenstoff. Wir brauchen noch mehr. Sehen Sie, hier sind eine ganze Reihe von Akteuren abgebildet, die wir auch brauchen, zumindest für die Form von Leben, die uns ausmacht. Die schwarzen Gebilde sind jeweils Kohlenstoffatome, die weißen sind Wasserstoff, gelb ist Schwefel und so weiter. Das heißt, was ich hier stellvertretend angegeben habe, für die Moleküle, die wir zum Leben brauchen, sind Phosphat, Schwefel, Wasserstoff, Ammoniak, Methan, Wasser, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und so weiter. Die Bedeutung des Kohlenstoffs habe ich schon erwähnt. Phosphat, Phosphor transportiert Energie in unseren Zellen. Schwefel ist entscheidend wichtig für den Aufbau von Eiweißen. Ammoniak ebenfalls, der Stickstoff, der im Ammoniak enthalten ist. Und Wasser natürlich als Lösungsmittel. Was ich hier nicht erwähnt habe, beziehungsweise nicht eingezeichnet habe, ist das Eisen. Auf die Bedeutung des Eisens komme ich später noch zurück. Und wo kommen diese Elemente alle her? Wo kommt zum Beispiel der Kohlenstoff her? Das ist die nächste Geschichte in der Geschichte, die ich Ihnen erzählen wollte. Denn es ist eine verwickelte Erzählung, woher eigentlich der Kohlenstoff kommt und woher damit die Basis für komplexe Biomoleküle auf der Erde und damit als Basis unseres Lebens überhaupt kommt. Lassen Sie mich den Blickwinkel etwas erweitern, immer noch mit einem Auge. Das ist jetzt eine Himmelskarte. Und nachdem Sie die Himmelskugel nicht ohne sie zu verformen auf die Ebene abbilden können, entsteht bei dieser Abbildung der Himmelskugel auf die Ebene in diesem Fall eine Ellipse. Das heißt, jeder Punkt auf dieser Ellipse entspricht einem Punkt auf der Kugel, in dem Fall der Himmelskugel. Und die Äquatorebene dieses Bildes ist so gelegt, fällt zusammen mit der Ebene der Milchstraße, also mit der Galaxie, in der wir leben, die also unsere nächste kosmische Heimat darstellt. Das ist das Bild, das Sie sehen könnten, wenn der Himmel außerordentlich klar wäre und wenn Sie einfach mit Ihren Augen dahin schauen. Jetzt können Sie aber auch andere Instrumente verwenden, um dahin zu schauen. Aber lassen Sie mich vorher noch einen wesentlichen Befund beschreiben, der sich aus unserer Beobachtung einer Galaxie und mehrerer Galaxien ergibt. Sehen Sie, das ist die Milchstraße. Wir sehen sie als Scheibe bzw. als Strich gewissermaßen auf unserem beobachtbaren Himmel, weil wir eben drin sitzen und nur aus unserer Perspektive innerhalb der Milchstraße beobachten können, wie die Milchstraße aussieht. Wenn wir aus der Milchstraße heraustreten könnten, würde sie so aussehen wie die zweite Galaxie von links ungefähr. Ich war schon dort, ich kenne mich da aus. Wenn Sie allerdings viele von diesen Galaxien beobachten, dann fällt auf, dass
bei weitem die Mehrheit dieser Galaxien sich von uns entfernt. Das heißt, wenn wir Galaxien beobachten, so wie die, in der wir selbst beheimatet sind, dann würden wir eigentlich erwarten, dass ungefähr die Hälfte auf uns zu und die Hälfte von uns wegfliegt, aber das ist nicht der Fall. Bei weitem die meisten fliegen von uns weg und sie tun das auf eine Weise, so dass die Geschwindigkeiten der Galaxien immer größer werden, je weiter sie von uns entfernt sind. Das ist der Urbefund der Kosmologie. Es ist keine 100 Jahre her, dass unklar war, ob das Universum größer sei als die Milchstraße. Und es ist dann im Lauf der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts entdeckt worden, dass eben die Galaxien eine Fluchtbewegung ausführen, dass diese Fluchtbewegung gedeutet werden kann als eine Ausdehnungsbewegung des gesamten Universums. Das ist der Urbefund der Kosmologie. Das Universum scheint sich auszudehnen. Wir sehen hier eine etwas schematisch verkürzte Darstellung dieser Ausdehnung. Also ich stelle mir vor, ich greife aus dem Universum eine Kugel mit beliebigem Radius raus und verfolge diese Kugel von links oben nach rechts unten in diesem Bild in die Vergangenheit hinein und beobachte dabei, dass diese Kugel als beliebig gewählter Ausschnitt des Universums immer kleiner wird. Und dann sollte eigentlich passieren, was immer passiert, wenn Sie ein physikalisches System immer kleiner machen. Es sollte immer heißer werden. Das wissen Sie ja von den Ereignissen, bei denen Sie beispielsweise Ihr Fahrrad aufpumpen. Das muss nicht so sein. Sehen Sie, ich habe hier verschiedene denkbare Expansionsgeschichten, Ausdehnungsgeschichten des Universums dargestellt. Und Sie sehen auf der horizontalen Achse die sogenannte Rückschauzeit, das ist also die Zeit, die wir in die Vergangenheit schauen, das heißt 0 ist unsere heutige Gegenwart und dann sehen Sie minus 5, minus 10, minus 15, minus 20 und so weiter, das sind Milliarden Jahre, das heißt, wir betrachten hier Rückschauzeiten von einigen Milliarden Jahren. So, und die eingezeichneten Kurven zeigen an, um wie viel kleiner bei dieser Rückschau ein heute vorgegebener und mit 1 bezeichneter Abstand in der Vergangenheit wird. Und Sie sehen, wenn ich auf minus 5 zurückgehe zum Beispiel, dann bin ich etwa bei 0,8. Das heißt, aus einem Meterstab ist ein 80-Zentimeter-Stab geworden und so weiter. Aber Sie sehen jetzt eben hier ganz verschiedene Expansionsgeschichten dargestellt. Es sind solche, die auf Radius 0 gehen. Und es sind solche dabei, beziehungsweise eine solche dabei, die nicht auf Radius 0 geht. Diese Ausdehnungsgeschichten sind denkbar. Und wir müssen anhand von Beobachtungen unterscheiden, in welcher Art von Universum wir leben. Und sehen Sie, 5 von diesen Kurven beginnen bei Radius bzw. Ausdehnung 0. Die beginnen also vor endlicher Zeit. Sie beginnen vor verschieden langer endlicher Zeit, aber sie beginnen vor endlicher Zeit und markieren damit gewissermaßen den größtmöglichen Schöpfungsakt, die Entstehung des Universums, in dem wir uns befinden. Wir können also allein anhand von Beobachtungen und aufgrund theoretischer Überlegungen ausschließen, dass das Universum einer dieser Kurven gefolgt sein könnte, die nicht den Radius Null erreichen. Und das heißt, Beobachtungen zusammen mit theoretischen Überlegungen schließen aus, dass das Universum keinen Anfangszustand, ich versuche mich um das Wort Urknall zu mogeln, Sie merken es, jedenfalls keinen Urknall durchlaufen hat. Wenn also unsere theoretischen Überlegungen stimmen, wenn wir sie mit Beobachtungen zusammenführen, dann bedeutet das, dass unser Universum einen Anfang vor endlicher Zeit genommen haben muss, den wir als Urknall bezeichnen, mit dem ein heißer, dichter Anfangszustand gemeint ist. Soweit die theoretische Überlegung, soweit die Schlussfolgerung daraus, dass das Universum sich heute ausdehnt. Und Sie sehen, man nimmt dabei eben Theorien zu Hilfe, um zu verstehen, wie wir in die Vergangenheit hinein extrapolieren könnten oder in die Vergangenheit hinein überlegen könnten,
welche Entwicklungsgeschichte das Universum durchlaufen haben könnte. Ja, stellen Sie sich vor, Sie ändern jetzt das Instrument, mit dem Sie den Himmel beobachten. Ich hatte Ihnen ja beschrieben, Sie könnten Ihre eigenen Augen nehmen, dann sehen Sie sowas. Sie könnten auch eine etwas ausgemusterte und antiquierte Telefonantenne nehmen. Sie sehen, das war lange vor der Entwicklung von Handys. Ja. Und könnten mit dieser Antenne, die empfindlich war für Radiostrahlung, für kurzwellige Radiostrahlung, den Himmel beobachten. Sie nehmen also dieses Gerät und fahren damit über jeden Punkt des Himmels weg und messen jeweils die Strahlung, die Sie aus dieser, die Sie von diesem Punkt empfangen. Und dann tragen Sie die auf diese Karte ein, es entsteht wieder eine elliptische Karte. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist die faszinierendste Himmelskarte, die die Kosmologie überhaupt kennt. Diese Himmelskarte zeigt, dass das Universum praktisch aus jeder Richtung mit gleicher Intensität auf uns einstrahlt. Was wir hier sehen, ist noch ein sehr früher Anfangszustand des Universums, sehr früher Zustand des Universums, der abgebildet wird durch diese Strahlung und der keinerlei, fast keinerlei, sollte ich sagen, Strukturen zeigt. Ich zeige Ihnen dieses Bild, weil man diese Strahlung dann auch analysieren kann dahingehend, welches Spektrum sie hat. Und man kann fragen, ist diese Strahlung verträglich mit der Vorstellung, dass das Universum früher ganz heiß gewesen ist? Ist die Strahlung damit verträglich, dass es sich einfach um die Restwärme des Urknalls handelt, die wir heute noch beobachten können? Dazu gab es einen Satelliten, das war der amerikanische COBE-Satellit, Cosmic Background Explorer. Der hat ein Spektrum dieser Strahlung aufgenommen und was Sie hier sehen, sind einerseits in Gelb die Messpunkte mit extrem überzeichneten Fehlerbalken. Das sind Fehlerbalken, die 400 Mal so groß sind wie üblich. Und was Sie auch sehen, ist die rote Kurve, die durch alle diese Messpunkte geht. Das wäre die Kurve, die Sie für Wärmestrahlung erwarten. Die rote Kurve. Und die gelben Punkte sind die Messpunkte. Das heißt, was wir mit diesem Instrument hier tatsächlich sehen können und natürlich auch mit wesentlich besseren Nachfolgeinstrumenten, das ist tatsächlich Wärmestrahlung, die jetzt auf eine Temperatur abgekühlt ist von ungefähr 3 Kelvin, 2,725 Kelvin. Man zögert etwas, es als Wärme zu bezeichnen, aber das ist eben Strahlung, die übrig geblieben ist vom heißen, frühen Anfangszustand des Universums. Was ich damit sagen will, ist zunächst, wir beobachten anhand der Galaxien, von Galaxien, die von derselben Art sind wie unsere Milchstraße, dass diese Galaxien sich mehrheitlich von uns wegbewegen und dass sie das auf eine Weise tun, dass mit ihrer Entfernung ihre Geschwindigkeit zunimmt. Wenn man das deutet als Fluchtbewegung, als Ausdehnungsbewegung des Universums, dann kommt man sofort zu der Überlegung, wenn das Universum heute größer ist als gestern, dann muss es vorgestern kleiner gewesen sein als gestern. Und dann kann ich das in die Vergangenheit zurück extrapolieren. Ich kann verschiedene Entwicklungsgeschichten konstruieren. Es gibt solche, die den Urknall vermeiden, es gibt solche, die ihn nicht vermeiden können. Und wir sehen uns durch Beobachtungen bestimmt in einem Universum wieder, das offenbar vor endlicher Zeit einen Anfangszustand durchlaufen hat, in dem es sehr, sehr heiß war. Und wir sehen auch die Restwärme dieses sehr, sehr heißen Anfangszustands. Sehen wir noch mehr? Sehen wir vielleicht noch mehr? Also, ich hatte ja erwähnt, dass die Sonne in ihrem Inneren, deswegen, weil sie in ihrem Inneren heiß sein kann, wegen ihrer eigenen Anziehungskraft, Temperaturen erreicht, in denen Wasserstoff zu Helium verschmolzen werden kann. Und sie braucht dafür Temperaturen von ungefähr 10 hoch 7 Kelvin, also ungefähr 10 Millionen Grad. Wenn das Universum tatsächlich aus einem heißen, frühen Anfangszustand entstanden ist, dann müsste es eigentlich eine Phase, eine Entwicklungsphase des Universums gegeben haben, in der das Universum so heiß war, dass es insgesamt als Universum, als Fusionsreaktor gedient haben kann. Und dann müssen natürlich
im gesamten Universum dieselben Prozesse abgelaufen sein wie jetzt im Inneren der Sterne bzw. im Inneren der Sonne. Es muss also Wasserstoff zu Helium verschmolzen sein. Ist das möglich? Wir wissen seit dem Ende der 1940er Jahre, dass es tatsächlich möglich ist. Wir wissen auch, dass das Universum gar nicht viel Zeit dafür hatte, nämlich ungefähr 3 bis 5 Minuten. Und wir wissen aus theoretischen Überlegungen, dass in dieser Zeit von jedem Kilogramm Wasserstoff, das ursprünglich da war, von jedem Kilogramm handelsüblichen Wasserstoff, ungefähr 250 Gramm in Helium verwandelt worden sein konnten. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja? Das gesamte Universum hat vor langer Zeit minus 3 bis 5 Minuten, 3 bis 5 Minuten Zeit gehabt, um ungefähr ein Viertel jedes Kilogramms Ausgangsmaterials in Helium zu verwandeln. Na gut, sehen wir dieses Helium irgendwo? Dafür zeige ich Ihnen diese Briefmarke hier. Sehen Sie, Briefmarke von 2012, ganz rechts können Sie es ablesen. Da steht 225. Geburtstag Josef von Fraunhofer. Josef von Fraunhofer hat eigentlich nicht als erster, aber er war einer der ersten, die gemerkt haben, dass wenn man das Sonnenlicht aufspaltet, so wie das ein Regenbogen tut, er hat nicht einen Regenbogen dafür verwendet, sondern ein Prisma, wenn man das Sonnenlicht also aufspaltet, dass es dann durchzogen ist von dunklen Linien. Später hat Kirchhoff zusammen mit Bunsen hier in Heidelberg entdeckt, was die Ursache dieser Linien ist, nämlich die chemische Zusammensetzung des Materials, das auf der Sonne vorliegt und das vom Sonnenlicht durchstrahlt wird. Und zum Beispiel sehen Sie hier eine doppelte Linie, die genau im orangen Bereich des Spektrums liegt, die sogenannte Natrium-D-Linie, die ist dafür verantwortlich, dass die meisten Straßenlampen, die Sie jetzt sehen können, orange-rot leuchten, denn das ist die charakteristische Farbe des Natriums. Und so weiter. Das heißt, wir können anhand der Analyse des Sonnenspektrums, wir können anhand der Analyse dieser nach Fraunhofer benannten Linien tatsächlich feststellen, wie die Sonne zusammengesetzt ist. Und hier sehen Sie modernes Spektrum des Sonnenlichts und das natürlich erkennen Sie die Natrium-D-Linie im orangen Bereich wieder und, Magnesium auch im grünen Bereich und so weiter. Aber eins sticht raus. Das habe ich jetzt hier mit hellen Linien angegeben. Das ist ein Element, das man vorher auf der Erde gar nicht kannte, deswegen als Helium bezeichnet hat, Helios, die Sonne. Und Sie können anhand dieser Linien des Heliums, die Sie im Sonnenlicht identifizieren können, tatsächlich bestimmen, wie viel Helium es auf der Sonne gibt. Und Sie stellen fest, es ist ungefähr 250 Gramm pro 1000 Gramm. Das heißt, es ist die Häufigkeit, die Sie erwarten, unter der Annahme, dass das gesamte Universum vor langer Zeit als Fusionsreaktor für Wasserstoff zu Helium gedient hat. Damit sehen Sie also noch einen indirekten Beleg. Direkten gibt es nicht, weil es ja keine Augenzeugen mehr gibt aus dieser Zeit, aber Sie sehen damit einen weiteren indirekten Beleg dafür, dass dieser heiße, frühe Anfangszustand, dass dieser Schöpfungsakt gewissermaßen des gesamten Universums tatsächlich stattgefunden hat. Sie sehen die Restwärme, die von diesem Zustand übrig geblieben ist. Sie sehen aber auch die Konsequenzen, die diese Restwärme früher hatte, als es noch keine Restwärme war, nämlich dass das Universum sehr früh so heiß war, dass eben dieselben Prozesse stattfinden konnten, die jetzt im Inneren der Sonne ablaufen und die uns mit dem Helium beschert haben. Jetzt können Sie einwenden, aber jeder Stern macht Helium. Ja? Also woher weiß ich denn, dass diese 250 Gramm pro Kilogramm Helium in der Sonne tatsächlich vom Urknall herkommen? Könnt ihr einfach sagen wir, recyceltes Sternmaterial sein. Ein vernünftiger Einwand, aber wenn Sie zusammenrechnen, wie viel Helium alle Sterne, die es bisher im Universum gab, produziert haben könnten, dann stellen Sie fest, das wären nicht 250 Gramm pro 1000 Gramm, sondern ungefähr 60 Gramm. Aber die geben Sie ja nicht mehr her. Auf dem Helium, das Sie mal produziert haben, bleiben Sie ja mehrheitlich sitzen. Dazu komme ich noch. So, jetzt kommen wir aber gleich zum Problem. Schauen Sie mal, hier ist die Elementzusammensetzung, gewissermaßen das Rezept, nachdem das Universum Material produziert hat.
Sie sehen auf der horizontalen Achse die kosmische Zeit. Damit ist die Zeit seit dem globalen Schöpfungsakt, seit dem Urknall gemeint, in Sekunden. Da sehen Sie also 10 hoch 2, 10 hoch 3, 10 hoch 4, 10 hoch 3 Sekunden sind ungefähr eine Viertelstunde und so weiter. So, und auf der senkrechten Achse sehen Sie die Häufigkeit, mit der bestimmte Elemente wie Wasserstoff, Helium, Deuterium, Helium-3, Tritium und so weiter produziert worden sind. Und Sie sehen also an der obersten Kurve, naja, das meiste war Wasserstoff und ist Wasserstoff geblieben. Von jedem Kilo Wasserstoff, das am Anfang da war, sind 750 Gramm geblieben. Die Absenkung sehen Sie wegen der abenteuerlichen logarithmischen Skala dieses Diagramms nicht. Gleichzeitig ist Helium entstanden. Sie sehen, wie diese blaue Kurve, die mit Helium-4 beschriftet ist, ansteigt und dann eben den Wert von ungefähr 250 Gramm pro 1000 Gramm beziehungsweise 0,25 auf diesem Diagramm erreicht. Und Sie sehen, alle weiteren Elemente, die noch entstanden sind, also Deuterium, Helium-3, Tritium und was alles gibt, dass die schon in winzigen Mengen produziert worden sind und dass weitere Elemente wie zum Beispiel Lithium-7 oder Beryllium-7 in verschwindend kleiner Menge produziert worden sind. Es ist also eine fast richtige Aussage, wenn man sagt, das Universum hat Helium erbrütet, aber sonst fast nichts. Und woher kommt jetzt unser Kohlenstoff? Sie erinnern sich, wir brauchen Kohlenstoff. Ja? Wir brauchen Kohlenstoff als vierbindiges, als leichtestes vierbindiges Element, um komplexe Moleküle zu erzeugen, die zu Trägern biologischer Funktionen werden können. Woher kommt der Kohlenstoff? Und es stellt sich heraus, dass es eine fast unlösbare Aufgabe ist. Eine fast unlösbare Aufgabe. Und das bringt mich zur nächsten Geschichte innerhalb der Geschichte, nämlich zu der Frage, woher kamen eigentlich die Zutaten? Ja, woher kamen die Zutaten, die für unser Leben notwendig sind, die also gewissermaßen Bestandteil unseres Schöpfungsakts sind und wie lange hat es gedauert? Sehen Sie mal, hier ist dargestellt, was passieren muss, damit Sie Kohlenstoff kriegen. Ja, da sehen Sie im Wesentlichen drei Heliumkerne. Ne? 4 He. Das sind also drei Heliumkerne und wenn die zusammentreffen würden, dann würde aus 4, 2He, 12, 6C und die Welt wäre in Ordnung. Dann würde also durch Verbindung dieser drei Heliumkerne ein Kohlenstoffkern entstehen. Aber dass die drei Atomkerne gleichzeitig aufeinandertreffen, ist eine sehr unwahrscheinliche Angelegenheit. Also wäre es doch näherliegend zu sagen, ich schließe zunächst zwei Helium-4-Kerne zu einem Beryllium-8-Kern zusammen. Und dann lagere ich in aller Ruhe einen dritten Heliumkern an. Ja, die Ruhe haben Sie aber nicht. Denn in dem Moment, wo Sie das Beryllium 8 gemacht haben, zerfällt es wieder. So geht das nicht. Sie kriegen Kohlenstoff weder, indem Sie drei Heliumkerne aufeinander bringen oder zueinander bringen. Sie kriegen es auch nicht, indem Sie erst einen Beryllium 8-Kern machen und dann Helium anlagern, weil das Beryllium 8 wieder zerfällt. Wieso gibt es dann Kohlenstoff? Meinen Sie alle, sind ja offensichtlich Strukturen aus Kohlenstoff. Ne? Es grenzt an ein kernphysikalisches Wunder, dass sowas möglich ist. Fred Hoyle hat in den 1940er, 1950er Jahren spekuliert, dass diese Verbindung von zweimal Helium zu Beryllium plus Helium zu Kohlenstoff nur und ausschließlich deswegen möglich ist, weil es eine sogenannte Resonanz gibt im Beryllium-8-Kern, die dazu führt, dass die Anlagerung eines weiteren Helium-4-Kerns außerordentlich begünstigt ist. Und deswegen und nur deswegen existiert Kohlenstoff. Fred Hoyle konnte sogar berechnen, bei welcher Energie diese Resonanz liegt. Und derjenige, der dann nachgemessen hat, dass diese Resonanz tatsächlich bei dieser Energie liegt, der hat einen Nobelpreis bekommen und Fred Hoyle nicht. So, ich will Ihnen damit nur sagen, dass es überhaupt Kohlenstoff gibt, ist ein kernphysikalischer Zufall.
Aber wir brauchen ja nicht nur Kohlenstoff. Sehen Sie, wir brauchen ja noch andere Sachen. Ich habe Ihnen hier noch, das hatte ich Ihnen schon gezeigt, das ist die Speisekarte hier. Phosphat, Schwefel, Wasserstoff, Wasser, Ammoniak, Methan, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid. Ich habe schon erwähnt, das Eisen fehlt. Wozu braucht man Eisen? Ja, wissen Sie, warum Ihr Blut rot ist? Weil es Eisen enthält. Wissen Sie, warum der Heidelberger Sandstein rot ist? Weil er Eisen enthält. Wissen Sie, warum Ihr Fahrrad rot ist? Weil es rostet. Wozu enthält unser Blut Eisen? Weil sich Eisen ganz hervorragend eignet, um Sauerstoff zu transportieren. Wir sind also unter anderem auf die Existenz von Eisen angewiesen. Woher kommt dieses Eisen? Sterne machen das. Und Sie sehen hier auf diesem Diagramm, welche Elemente Sterne in welcher Häufigkeit produzieren können. Das ist allein durch die Kernphysik vorgegeben. Sie sehen entlang der horizontalen Achse die sogenannte Ordnungszahl, also die Zahl, nach der das entsprechende Element im Periodensystem der Elemente angeordnet ist. Und Sie sehen auf der senkrechten Achse die Häufigkeit dieser Elemente. Sie sehen, diese Kurve hat Zacken, diese Zacken haben Gründe, auf die Gründe will ich gar nicht eingehen. Diese Elemente können nicht im frühen Universum entstanden sein. Das Universum kommt nur bis zum Helium. Das Universum kommt mit Mühe und wegen eines kernphysikalischen Zufalls bis zum Kohlenstoff. Und dann geht die Produktion schwererer Elemente, von denen wir alle abhängen, erst los. Und dann sind diese Elemente in Sternen entstanden. Und die Sterne müssen sie wieder freigeben. Und das tun Sterne dann, wenn sie besonders massereich sind, dann entwickeln sie sich zu sogenannten Supernovae, zu Sternexplosionen weiter. Und in diesen Sternexplosionen wird das Material wieder freigesetzt, das im Inneren der Sterne inzwischen entstanden ist. So ist ein kosmischer Anreicherungsprozess in Gang gekommen, durch die Entstehung von Sternen, durch die Produktion von schweren Elementen, durch die Freisetzung dieser schweren Elemente in Supernova-Explosionen, durch die Entstehung von neuen Sternen aus dem recycelten Material und so weiter. Und so hat sich offenbar unser gesamtes Universum mit schwereren Elementen angereichert, wobei unter schwereren Elementen Elemente schwerer als Lithium-7 bzw. Beryllium-7 gemeint sind, also solche, die das Universum nicht als Ganzes produzieren konnte. Das ist ein langwieriger Prozess. Und Sie sehen hier, wie das Ende zum Anfang wird. Das Ende des einen Sterns wird zum Anfang von neuen Sternen. Wird zu einem Anfang, der mehr Material, schwerere Elemente zur Verfügung hat als vorher. Und damit kommt dieser Anreicherungsprozess in Gang. Wie lange dauert das? Na gut, wie viel Zeit haben wir denn? Also nicht heute Abend, aber so im globalen Maßstab. Also ich habe Ihnen ja schon dieses Diagramm gezeigt, ich zeige es Ihnen nochmal, Gewöhnung macht Freude. Ganz verschiedene Alter des Universums sind möglich. Wir können uns mit Hilfe von Beobachtungen für eines davon entscheiden. Wir wissen aufgrund von Beobachtungen, dass dieser Urknall, den ich Ihnen vorhin als unvermeidlich beschrieben habe, ungefähr 14 Milliarden Jahre zurückliegt. Das setzt also die gesamte Zeitskala, die uns für den gesamten globalen Schöpfungsakt zur Verfügung steht. Ist das viel oder wenig? Ich meine, wenn Sie nichts anderes zu tun haben, als Kreuzworträtsel zu lösen, dann sind 14 Milliarden Jahre eine ziemlich lange Zeit. Aber wenn Sie Eisen produzieren wollen, reicht das eigentlich? Also zunächst mal, ist es überhaupt glaubhaft, dass unser Universum dieses Alter hat und kein anderes? Wir können von einigen kosmologischen bzw. astronomischen Objektklassen das Alter tatsächlich feststellen. Und eine dieser Objektklassen zeige ich Ihnen hier, das sind die sogenannten Kugelsternhaufen. Das Alter dieser Kugelsternhaufen lässt sich messen. Wie, ist eine andere Frage. Und es stellt sich heraus, die Kugelsternhaufen gehören zu den ältesten Objekten, die es im Universum gibt. Und sie haben ein Alter, das gerade so
in das kosmische Alter oder in ein kosmisches Alter von 14 Milliarden Jahren passt. Es gibt Kugelsternhaufen mit einem Alter von ungefähr 10 bis 12 Milliarden Jahren. Wir kennen keine Objekte, die älter sind als 14 Milliarden Jahre. Wir gehen deswegen davon aus, dass diese Angabe von 14 Milliarden Jahren für das Alter des Universums eine obere Grenze darstellen, die tatsächlich plausibel ist und die damit verträglich ist, dass das Universum nicht aus Altteilen gefertigt wurde, sondern dass es keine älteren Objekte im Universum gibt als eben das Universum selbst. Mal angenommen, ich könnte von einem Alter des, ein kompliziertes Diagramm, ich komme gleich drauf, ich könnte von einem Alter des Universums von 14 Milliarden Jahren ausgehen, dann ist natürlich die nächste Frage, ja, wie alt ist denn die Milchstraße? Auch die lässt sich beantworten mit einem Wissenschaftszweig, der als nukleare Kosmochronologie bezeichnet wird. Das würde ich Sie bitten, mir jetzt nachzusprechen, möglichst schnell, nukleare Kosmochronologie. Und mithilfe dieser nuklearen Kosmochronologie, sehen Sie, ist es möglich, diese Kurven hier darzustellen, und plausibel sind vielleicht die hellrote, vielleicht die dunkelrote, die blauen Linien aber nicht. Die horizontale Achse ist die Zeit, die vergangen ist seit Entstehung der Milchstraße, 0, 2, 4, 6, 8 und so weiter Milliarden Jahre. Ja, und dort, wo die entsprechenden Kurven, die durchgezogenen farbigen Kurven, die horizontale gestrichelte Kurve treffen, dort ist unser Schätzwert für das Alter der Milchstraße. Sie sehen, das dürfte so bei ungefähr 7 Milliarden Jahren liegen, mit einer gewissen Unsicherheit. Das heißt, die Milchstraße entstand ungefähr vor sieben Milliarden Jahren. Ich habe Ihnen erzählt, das Universum ist ungefähr 7 Milliarden Jahre alt. Das heißt, die Milchstraße stammt ungefähr aus der halben Zeit. Das ist ein Halbzeitobjekt, entstand, nachdem das Universum halb so alt war wie heute. Ja, und die Sonne? Die Sonne entstand vor ungefähr 4 Milliarden Jahren, und wir wissen das, weil wir zum Beispiel das Alter der Erde durch nukleare Kosmochronologie bestimmen können. 4 Milliarden Jahre kommt ungefähr hin. Und jetzt ist die Frage, wenn also die Sonne und damit auch die Erde vor ungefähr 4 Milliarden Jahren entstanden ist, beziehungsweise sind, dann hatten also Sonne und Erde ungefähr 10 Milliarden Jahre, beziehungsweise hat das Universum ungefähr 10 Milliarden Jahre Zeit, das kosmische Material mit Elementen anzureichern, die wir für unser Leben brauchen. Jetzt können Sie sich überlegen, habe ich mal als Bachelorarbeit vergeben, war sehr interessant, können sich überlegen, wie lange dauert es denn? Wie lange dauert es denn, bis zum Beispiel die heutige Eisenhäufigkeit im Universum auf die beschriebene Weise entstehen konnte? Und was ich Ihnen hier eingetragen habe, ist der halbe heutige Wert. Bloß um mal einen Anhaltspunkt dafür zu geben, wie lange es ungefähr dauert, Eisen, das Sie alle im Körper haben, ja? Ihr Blut ist rot, weil es Eisen enthält, Eisen in solcher Menge zu produzieren, dass es beispielsweise für unsere Lebensfunktion reicht. Und dann sehen Sie, dafür müssen Sie ungefähr 8 Milliarden Jahre warten. Und kurz danach ist die Sonne entstanden. Was ich daraus schließe ist, oder was ich damit verdeutlichen möchte, ist, sobald das Universum ausreichend mit schweren Elementen angereichert war, so dass komplexe Lebensfunktionen, wie wir sie heute kennen, überhaupt möglich wurden, sind diese komplexen Lebensvorgänge auch entstanden. Man kann auch etwas weitergehen und kann fragen, wie lang nach der Entstehung der Erde gab es eigentlich Leben auf der Erde? Und es stellt sich heraus, sobald die Erde kühl genug war, ist einzelliges Leben auf der Erde entstanden. Es scheint so zu sein, als wäre nicht die Entstehung von Leben das Problem im Universum, sondern die Entstehung aller Zutaten des Lebens. So, jetzt bin ich dann gleich fertig. Sie sehen, die 3 Stunden werde ich nicht ganz ausfüllen. Das ist eine Erdzeituhr hier, die stellt also den gesamten Verlauf von ungefähr 4 Milliarden Jahren etwas komprimiert dar.
Und Sie sehen, der Quartär, das ist das Erdzeitalter, in dem wir jetzt leben, ist von diesen 24 Stunden, auf die diese 4 Milliarden Jahre zusammengepresst sind, ungefähr 17 Sekunden lang. So, einzelliges Leben gab es schon lange. Mehrzelliges Leben ist in der sogenannten Kambrischen Explosion entstanden, vor ungefähr 450 Millionen Jahren. Seitdem weiß die Natur, wie man mehrzellige Gebilde organisieren muss. Und jetzt zeige ich Ihnen hier den Temperaturverlauf auf der Erde. Der ist ja letzthin ziemlich intensiv in die Diskussion geraten. Und von diesem relativ komplizierten Diagramm möchte ich Ihnen nur die obere Hälfte zeigen. Oder möchte ich nur auf die obere Hälfte eingehen. Und da sehen Sie ein Ereignis, das weit herausragt. Das war also vor ungefähr 300 Millionen Jahren. Und da steht drüber Perm-Trias-Ereignis. Was war das? Das war ein sprunghafter Anstieg der Temperatur der Erdatmosphäre, wahrscheinlich bedingt durch Vulkanismus. Und dieser Anstieg hat zur Auslöschung von fast allem Leben auf der Erde geführt. Und Sie sehen, damals war es ungefähr 20 Grad wärmer als heute. Ja. Lassen Sie mich damit zum Schluss kommen. Ich wollte Ihnen sozusagen die Verschachtelung von drei verschiedenen Schöpfungsakten zeigen. Und ich wollte damit beginnen, dass ich Ihnen beschreiben wollte, was die Physik überhaupt unter Zeit versteht und wie die Zeitrichtung eigentlich zustande kommt. Eine der Schöpfungsakte ist die Entstehung des Universums, unseres gesamten beobachtbaren Universums vor endlicher Zeit, etwa 14 Milliarden Jahren. Ein weiterer dieser Schöpfungsakte betrifft die Entstehung der Sonne und der Erde. Ein weiterer Schöpfungsakt, den ich beschreiben wollte, betrifft die Produktion der Zutaten, die wir für Leben in der Form, wie wir es kennen, brauchen. Und Sie sehen, wenn wir jetzt über den Klimawandel reden, über Klimaschutz, über Umweltschutz und so weiter, dann ist es eine völlig falsche Benennung der Tatsachen. Denn was wir eigentlich schützen müssten, wäre uns selbst. Sie sehen an diesem Perm-Trias-Ereignis vor 300 Millionen Jahren, das fast alles Leben auf der Erde ausgelöscht hat, dass die Erde ein neues Gleichgewicht gefunden hat. Es hat nur die meisten vorher lebenden Spezies ausgeschlossen. Lassen Sie mich dieses Diagramm zeigen, das vielleicht noch etwas Hoffnung macht. Das ist die Anzahl von bisher entdeckten Exoplaneten. Sie sehen, es sind inzwischen weit über 5000. Und ich habe Ihnen auch versucht zu beschreiben, dass Leben praktisch entstanden ist, sobald es nur ging. Und dass einzelliges Leben auf der Erde entstanden ist, sobald es möglich war. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dieser Schöpfungsakt, der auf der Erde zu Leben geführt hat, der hat mit Sicherheit auch auf den vielen Tausenden von inzwischen schon bekannten Planeten zu Leben geführt. Wir gehen mit diesem Leben auf eine Weise um, die voraussichtlich in absehbarer Zeit unsere eigene Existenz ausschließen wird. Und mit dieser novemberlichen Schlussbemerkung bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.